Danny Richmond ist der Sunny Boy im Adlerhorst. Einer dieser Profis, die in der Kabine für gute Stimmung sorgen und auch auf dem Eis 100% geben. Danny Richmond ist damit ein Spieler, der für das Mannschaftsgefüge enorm wichtig ist. Das war sicher einer der Gründe, warum ihn die Adler im Sommer nach Mannheim holten. Seit dem 9. November hat der 30-Jährige noch einen zweiten Job. Einen der schönsten, die man sich vorstellen kann. Er ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Frau Maggie brachte ein Mädchen zur Welt. Sienna, benannt nach dem Geburtsort von Maggies Großmutter, der wunderschönen italienischen Stadt Siena in der Toskana. Es war unglaublich schön, bei der Geburt dabei zu sein. Seit Sienna da ist, bin ich nur noch am Lachen. Dazu kommt, dass es mit der Mannschaft sportlich gut läuft. Ich freue mich jeden Tag aufs Training und konzentriere mich in der Zeit auf meinen Job. Aber dann wieder nach Hause zu kommen, ist einfach fantastisch. Er verlässt das Haus in Mannheim-Rheinau nicht, ohne seine Tochter geküsst zu haben. Und wenn er nach dem Training wieder nach Hause kommt, führt der Weg direkt zum Nachwuchs. Aus dem Eishockey-Profi und Strahlemann Danny Richmond ist ein Papa geworden, der abseits vom Eis nur noch einen Gedanken hat. Sienna. Ich hatte vor der Geburt keine Ahnung, wie es sein würde, dabei zu sein. Aber ich war total weg und musste lachen oder weinen, manchmal beides zur gleichen Zeit. Es war der emotionalste Moment meines Lebens und ich bin noch immer ein wenig durcheinander. Die Freude am neuen Leben ist in Richmonds auch deutlich anzumerken. Die erste Woche im Leben der Tochter verlief glücklicherweise ohne Probleme. Sienna ist offenbar ein ruhiges Kind, das die beiden mehr oder weniger durchschlafen lässt. Und alleine sind sie auch nicht. Der Besuch der Verwandten aus den USA hilft, wo es geht. Glücklicherweise sind meine Eltern und meine Schwiegereltern seit einigen Tagen bei uns. Meine Frau ist damit in guten Händen. Deswegen fällt es mir nicht ganz so schwer, wenn ich nun zu den Auswärtsspielen fahre und weg bin. Sportlich läuft es nicht nur bei den Adlern, sondern auch bei dem 30-Jährigen in dieser Saison bislang fast perfekt. Das war nicht immer so in seiner Karriere, denn die letzten fast 15 Jahre stand er für 17 Clubs auf dem Eis. 49 NHL-Spiele absolvierte er, davon 39 für die Chicago Blackhawks, die Stadt, in der er geboren wurde. Nach den Europastationen Lahti, Salzburg und München nun also die Adler. Dieser Club hat hohe Ziele und will immer gewinnen, obwohl es ja nun schon 7 Jahre her ist seit der letzten Meisterschaft. Im Sommer habe ich mich mit Teal Fowler unterhalten und er sagte mir, dass wir frisches Blut brauchen in der Kabine und deswegen auch ein neuer Trainer kommen wird und einige neue Spieler. Und bislang passt das ja alles ganz gut. Genauso müssen wir nun weitermachen, um in den Playoffs dann voll da zu sein. Zum Fanliebling wurde er früh in der Spielzeit. Ende September kam es im Spiel gegen den Erzrivalen Kölner Haie zu einem Fight mit Andreas Falk, bei der der Schwede im Haie-Trikot ordentlich einstecken musste. Danny Richmond wirkt nicht gerade wie ein Schläger, aber in der Minor League in Nordamerika hat er es oft ordentlich krachen lassen. In 480 Spielen stehen 1043 Strafminuten zu Buche. Andreas Falk wird diesen Kampf in keiner guten Erinnerung behalten. In Nordamerika habe ich viel mehr Fights gehabt als in Europa, obwohl ich bestimmt kein guter Kämpfer bin. Aber als junger Spieler musste ich irgendwie auf mich aufmerksam machen, weil ich in den Anfangsjahren als Profi nicht so oft gespielt habe. Gerade an einem Tag, an dem es nicht so gut lief bei mir, konnte ich mit einem Fight wenigstens versuchen, das Momentum zu drehen. Heute ist das eigentlich kein Teil mehr von meinem Spiel, aber wenn ein Mitspieler was abbekommt, dann gehe ich schon dazwischen, um ihn zu verteidigen. Und ich verteidige mich, wenn es notwendig ist. Nicht nur deswegen genießt er bei den Mitspielern ein hohes Ansehen. Auch der Trainerstab hat keinerlei Probleme mit ihm. Ganz im Gegenteil. Danny Richmond, ultra competitive. Danny Richmond ist ein echter Wettkampftyp. Und er ist lustig. Außerdem legt er sehr viel Wert auf ein modisches Aussehen. Er ist einfach ein klasse Mensch und es ist schön, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er sich immer verbessern will. He's a nice guy to be around and certainly a pleasure to coach and to work with.
he wants to get better. Auch als Papa wird er sich noch verbessern wollen, obwohl er gemeinsam mit Ehefrau Maggie die ersten Tage im Leben von Sienna wunderbar gemeistert hat. Es ist immer wieder überraschend zu sehen, wie sich die auf dem Eis so hart und manchmal über der Schmerzgrenze bewegenden Eishockey-Profis zu Hause verhalten. Erst recht, wenn sie gerade Vater geworden sind. Danny Richmond ist da keine Ausnahme. Übrigens, Sienna soll möglichst bald zwei Geschwister bekommen.